Friedrich II. Hat die Gelegenheit sofort ergriffen. Im März 1212 kam der 18-Jährige nach Deutschland, wo er sogleich als Pfaffenkaiser bezeichnet wurde. Erst mit dem Tode Ottos am 19. Mai 1218 war die Angelegenheit geklärt. 1220 folgte die Kaiserkrönung. Mit der Durchsetzung Friedrichs II. War für das Papsttum eine Situation entstanden, die man in Rom immer vermeiden wollte. Der Kirchenstaat war zwischen dem staufischen Sizilien und dem staufischen Reich eingeklemmt. Vor dem Aufbruch nach Deutschland hatte Friedrich seinen einjährigen Sohn Heinrich zum König von Sizilien krönen lassen. Nach der Kaiserkrönung, so versprach er es dem Papst, würde er sich aus Sizilien zurückziehen. Allerdings sah Friedrich Sizilien als Zentrum seiner Herrschaft an. 1218 setzte er seinen Sohn Heinrich als Herzog von Schwaben ein. Zwei Jahre später wurde er zum deutschen König gewählt. Es wurde also umgekehrt als versprochen. Dennoch brach der große Konflikt Friedrichs II. Mit dem Papsttum nicht deshalb auf, sondern wegen des Kreuzzugs. Bei der Königskrönung in Aachen versprach Friedrich einen Kreuzzug, der für 1227 geplant wurde. Tausende Kreuzfahrer versammelten sich im August 1227 in Süditalien. Es brach eine Seuche aus. Auch der Kaiser erkrankte. Ihm wurde zur Absage des Kreuzzugs geraten. Der Papst wollte ihn jedoch nicht von seinem Versprechen befreien. Er befürchtete angesichts der Ritterscharen im Süden, dass sich eine Streitmacht gegen den Kirchenstaat richten könnte. Daher exkommunizierte der Papst den Kaiser wegen des gebrochenen Kreuzzugsgelübdes. Trotzdem aber unternahm Friedrich den nun verbotenen Kreuzzug. 1229 konnte er mit einem Vertrag Jerusalem sichern. Friedrich konnte im Triumph in die Stadt einziehen und sich selbst zum König von Jerusalem krönen.